Moin Leute, herzlich willkommen zu einem, wie soll ich sagen, zu einer kleinen Runde Autobahn-Polizeisimulator 2. Mir ist mega langweilig, ich weiß nicht, was ich sonst zocken soll, weil irgendwie kein anderes Game gerade bei mir funktioniert. Ich war jetzt auch einige Tage nicht online, habe auch deswegen nicht gestreamt, weil ich einfach jetzt wieder arbeiten gehe und einfach gerade ein bisschen Stress habe. Es werden jetzt aber wieder mehr Streams und mehr Videos die Tage kommen. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, heute Abend vielleicht um 18 Uhr ein GTA-Stream, wenn ich es dann schaffe, wieder GTA zu starten. Weil sobald ich das Spiel starte, kackt das ab. Und das ist eben bei allen Games so, nur nicht bei dem hier. Ich werde hier jetzt nicht groß reden. Ich werde mich stumm. Ich warne euch vor, ich werde realistisch fahren, es zumindest versuchen. Einige Einsatzfahrten sind extrem lang. Oder was heißt extrem lang? Da kann schon mal sein, ich fahre mal so 10 Minuten zu einem Einsatzort oder sonst irgendwas. Ich werde so fahren, wie wir jetzt zum Beispiel mit der Feuerwehr auf der Autobahn zu einem Verkehrsunfall anfahren und so weiter, ne? Ich denke, ihr versteht, was ich euch damit sagen soll. Deswegen entschuldigt bitte meine Fahrkünste. Der Spielsound könnte auch etwas zu laut sein. Tut mir leid, ich kann den gerade nicht leiser machen, weil das Game nicht zu 100% funktioniert. Ich könnte natürlich jetzt hier auf Optionen und Gesamtlautstärke, aber ich kann dann hier eben nicht. Naja, ich denke mal, ihr versteht, ne? Ja. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst doch sehr gerne ein Abo da, ein Like und aktiviert die Glocke. Schreibt auch gerne Wünsche in die Kommentare. Und ja, dann werde ich gucken, was ich für euch so machen kann, ne? Wie gesagt, genießt es. Bis nachher. Ciao.
Kümmern Sie sich bitte sofort um die Fahrerin des getroffenen Autos. Da ging ein Stein voll durch die Scheibe. Alles klar. Danke. Wir machen uns gleich an die Arbeit. Hallo. Gut, dass Sie vorbeigekommen sind. Ich konnte etwas beobachten, was diesen Unfall da angeht. Ich bin übrigens Konrad. Konrad Schneider. Also dann, Konrad. Was haben Sie denn gesehen? Wissen Sie, ich bin ja großer Fan der Polizei. Ich freue mich so, dass ich Ihnen endlich mal behilflich sein kann. Dann helfen Sie uns jetzt. Was genau haben Sie beobachtet? Oh ja, ja, natürlich. Tut mir leid. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Täter gesehen habe. Also, ich meine natürlich den Tatverdächtigen. Haben Sie diesen Mann gesehen? Ja, genau. Das ist der Typ. Das hilft uns sicherlich weiter. Konnten Sie das Fahrzeug des Tatverdächtigen sehen? Ja, der ist einen grünen Geländewagen gefahren. Konnten Sie das Kennzeichen des Tatverdächtigen erkennen? Natürlich. Ich habe es mir sogar aufgeschrieben und gemerkt. Es lautet NISBT83. Sind Sie sich sicher? Ja, auf jeden Fall. Ich wusste gleich, dass der wichtig ist. Der ist so auffällig langsam davongefahren, der musste was im Schilde führen. Und als guter Bürger notiert man sich wichtige Informationen dann natürlich auch. Danke. Das ist eine sehr gute Information. Das wär's dann. Danke für Ihre Aussage, Konrad. Eine Sache hätte ich da noch. Schauen Sie mal, den habe ich oben auf der Brücke gefunden. Ist das etwa ein Beweismittel? Oh, aber, naja, ich dachte, von so einem Stein kann man sowieso keine Fingerabdrücke nehmen. Oh Mensch, Konrad, denk doch nach. Wenn ich jetzt was falsch gemacht habe, dann wollte ich das nicht. Ich wollte doch nur helfen. Okay, nicht so schlimm. Das war trotzdem gute Arbeit. Sie haben den Ermittlungen wirklich weiterhelfen können. Oh, danke. Es bedeutet mir echt so viel, dass Sie das sagen. Wagen 2, bitte kommen. Wagen 2 hier. Gute Arbeit. Wir haben das Kennzeichen schon gecheckt. Es gehört tatsächlich zu einem grünen SUV. Der Wagen wurde allerdings schon vor einigen Tagen als gestohlen gemeldet. Wir müssen den Typen erwischen. Nutzen Sie den Computerauswertungsvideoraum. Dort finden Sie durch die Videoüberwachung hoffentlich Hinweise darauf, wo das Fahrzeug häufiger gesehen wurde. Thank you.
Oh, hallo. Es freut mich immer, wenn mich jemand hier unten besuchen kommt. Die Bilder der Autobahnkameras habe ich bereits ausgewertet. Dabei habe ich eine Regelmäßigkeit festgestellt. Das gesuchte Fahrzeug ist in den letzten Tagen immer in etwa der gleichen Zeit auf derselben Strecke gewesen. Ihr solltet es übrigens leichter haben, wenn ihr im Zivilfahrzeug unterwegs seid. Nur ein gut gemeinter Tipp von mir.
Sie sind verhaftet. Sie kommen mit uns zur Wache. Großartige Arbeit. Der Fall hatte höchste Priorität und Sie haben Resultate geliefert. Das war wirklich ein Meilenstein für uns. Gehen Sie doch mal nach nebenan. Leonie möchte Sie sprechen. Und noch etwas. Wir werden bald den Meetingraum benötigen, denn es steht eine Zusammenarbeit mit dem Zoll an. Gut, dass Sie kommen. Der Steinwerfer hat nicht nur unsere Wache auf Trab gehalten, sondern auch die Presse hier in der Gegend. Und Sie haben ihn dingfest gemacht. Aus diesem Grund bitte ich Sie, dass Sie bei der Pressekonferenz bezüglich der Verhaftung teilnehmen. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die mutigen Kollegen von der Autobahnpolizei den berüchtigten Steinwerfer dingfest machen konnten. Mitarbeitern wie diesen hier ist es zu verdanken, dass unsere Autobahnen wieder ein Stück sicherer geworden sind. Gut, dass Sie kommen. Bleiben Sie gleich hier. Der Zoll bittet um unsere Hilfe und wir haben gleich ein Meeting. Es geht um Waffenschmuggel. Ich möchte Ihnen Petra Schäfer vorstellen. Sie ist eine Kollegin vom Zoll und bittet um unsere Mithilfe. Vielen Dank, Herr Becker. Der Zoll hat Informationen, dass illegale Waffentransporte im Einsatzbereich Ihrer Autobahn durchgeführt werden. Aus diesem Grund wollen wir in einer gemeinsamen Aktion eine große Anzahl von LKW untersuchen und hoffen, dass wir einen dieser Waffentransporte finden. Im Grunde genommen bedeutet das, dass wir LKW-Kontrollen durchführen, uns dabei aber ausnahmsweise nur auf die Ladung konzentrieren. Verschwenden Sie dabei also keine unnötige Zeit mit der üblichen Kontrollroutine. Nun machen Sie sich auf den Weg.
Hallo, dies ist eine LKW-Kontrolle. Könnte ich bitte in Ihren Frachtraum schauen? Nur zu, ich habe nichts zu verbergen. So, da bin ich wieder. Ihr Container war leer, bis auf diese beiden Sachen hier. Was hat es denn mit dem Teddy und dem Schuh auf sich? Na, verboten ist das nicht, oder? Nein, natürlich nicht. Genauso wenig wie vernünftige Antworten zu geben. Naja, ich hatte Altkleider in meinem Container und da muss das drin geblieben sein. Genau. Ah, okay. Sie haben sicher nichts dagegen, wenn wir die beiden Objekte behalten, oder? Nee, machen Sie ruhig. Gut, dann war es das schon. Auf Dokumenten und eine weitere Fahrzeugkontrolle verzichten wir dieses Mal. Gute Weiterfahrt. Sag mal, wieso hast du den alten Teddy und den Kinderschuh mitgenommen? Ich habe das Gefühl, dass da viel mehr hintersteckt, als der Fahrer uns erzählt. Nenn es Intuition. Du kriegst langsam ein Gespür für sowas. Auf sein Gefühl sollte man sich stets verlassen. Thank you.
Schönen guten Tag. Wir führen hier gerade eine Stichprobenkontrolle von LKW auf diesem Autobahnabschnitt durch. Dürfen wir Ihre Ladung bitte inspizieren? Guten Tag. Schauen Sie ruhig nach. Aber bitte recht schnell, ich muss noch einen Termin einhalten. Vielen Dank. Das wird auch nicht lange dauern. So, haben wir es jetzt? Oh ja, wir haben es. Sie kommen mit zur Wache. Wieso das denn? Stimmt etwas nicht? Das kann man wohl sagen. Woher kommen die Waffen, die Sie hier transportieren? Waffen? Wieso Waffen? Ich weiß nichts von Waffen. Der LKW wird beschlagnahmt und Sie bringen wir zur Wache. Dort wartet eine Kollegin vom Zoll, der Sie alles in Ruhe erzählen kann. Habe ich auf meine alten Tage noch mal einen dicken Fisch an Land gezogen. Sorry, ich meine natürlich wir. Siehst du, Hans? Man ist nie zu alt für einen dicken Fisch. Hey, jetzt werd bloß nicht frech. Gibt es keine richtige? Da hätten wir unseren Verdächtigen. Der ganze Laderaum war voller Waffen. Gute Arbeit. Da hatten Sie den richtigen Riecher. Ja, dank Ihnen konnten wir viele Waffen aus dem Verkehr ziehen. Wir übernehmen ab hier. Ah, gut, dass du kommst. Wir haben einen anonymen Hinweis erhalten. Auf einer unserer Autobahntoiletten halten sich düstere Gestalten auf, die zwielichtige Dinge tun. Der Anrufer wirkte zwar etwas merkwürdig, aber wir sollten der Sache dennoch nachgehen. Ich schicke dir die Koordinaten an das Navi in eurem Einsatzwagen. Na gut, öfter mal was Neues. Wir machen uns direkt auf den Weg. Ja, wir machen uns direkt auf den Weg, meine Damen und Herren. Das war's mit dieser heutigen Folge von Autobahnpolizeisimulator 2.
Ich denke, ich werde von diesem Game ab und zu häufiger solche Folgen wie jetzt heute hier eben hochladen. Ich entschuldige mich für meine Fahrkünste. Es war Von Ihren nicht Donuts kann ich meins. nie genug bekommen. Hätten Sie noch einen für mich? Hier, frisches Gebäck für unseren Freund und Helfer. Was würde ich nur ohne Sie machen? Keine Donuts essen. Ja. Wie gesagt, wenn euch das gefallen hat, gerne abonnieren, Glocke aktivieren. Auch gerne einen Daumen nach oben geben, schadet mir nicht, ne? Und ja, ich und Hans. Wo ist der? Hans. Da ist Hans. Ich und Hans machen jetzt noch ganz kurz was, bevor die Folge hier beendet wird. Ich will das irgendwie auch. Hier einmal. So. Den bisschen schräger hinstellen. Vielleicht, wenn ich jetzt Zivilkleidung. Nee. Ich stelle dich so hin. Genau, Hans. Und jetzt stelle ich dich noch ein bisschen anders hin. Hier auch so ein bisschen schräger. Zusammen mit dem Hans jetzt im Bild würde das Ganze nachts natürlich vielleicht noch ein bisschen geiler aussehen. Warte mal. APS 201. Ich finde es auch cool, dass die nicht alle die gleichen Kennzeichen haben. Naja, also wie gesagt, das war's mit der heutigen Folge. Abonnieren, Glocke aktivieren, Daumen nach oben geben. Ich kann es nicht oft genug sagen. Vielleicht schaffen wir dieses Jahr noch die 200 Abonnenten. Es wäre was. Es wäre ein Anfang. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Tomato. Ciao.